Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von B1. Heute haben wir unser Thema ein Haus oder mein Haus beschreiben. Wie kann ich jetzt mein Haus beschreiben? Was heißt beschreiben? Beschreiben ist to describe something. To describe. Wie kann ich jetzt mein Haus beschreiben? Hier haben wir, eine Sammlung von Adjektiven. Groß, klein, das ist doch easy. Hell. Dieses Zimmer ist hell, okay? Oder dieses Zimmer ist dunkel, dark. Hell und dunkel. Hell, dunkel. Hübsch, hübsch, schön. Hässlich. Beautiful. Not beautiful. Modern oder neu. Mein Haus ist neu. Meine Wohnung ist alt. Modern, neu, alt. Offen. Die Tür ist offen. Die Tür ist auf. Die Wohnung ist geschlossen. Das Haus ist zu. Breit, schmal. Wenn du einen Korridor hast oder einen Flur, das ist breit und das ist schmal. Okay? Der Flur ist schmal oder die Straße ist schmal. Die Straße ist breit, das ist breit und das ist schmal. Okay? Gut. Geräumig, weit. Geräumig, weit und das Gegenteil ist eng. Ich habe ein geräumiges Zimmer oder enges, kleines Zimmer. Bequem, unbequem, bequem, gut, unbequem. Das kann man sagen, mein Wohnzimmer ist bequem, mein Wohnzimmer ist unbequem. Oder man kann sagen, auch der Stuhl ist bequem, der Stuhl ist unbequem. Gemütlich, ungemütlich, gepflegt. Das Gegenteil ist ungepflegt. Gepflegt, ungepflegt. Hoch. Du hast eine Treppe und diese Treppe ist hoch. Okay? Das ist hoch. Oder ein Haus ist hoch. Ein Turm, Tower ist hoch. Das Gegenteil ist niedrig, niedrig. Oder tief, tief. Niedrig oder tief. Voll, full. Leer, empty. Voll, leer. Schräg und steil. Was heißt schräg? Kennt ihr das? Das ist schräg. Das ist schräg. Schräg, Ibiza-Turm. Okay, das ist schräg. Und was heißt steil? Was heißt steil? Hier haben wir zum Beispiel ein Flugzeug, startet. Das ist sehr steil. Das ist aber sehr steil. Oder eine Brücke, ein Bridge. Die Brücke, normalerweise ist die Brücke so. Was ist, wenn die Brücke so ist? Wie zum Beispiel das. Das ist auch eine Brücke, aber sehr steil. Sehr steil. Okay, wir haben jetzt einige Häuser. Hier haben wir einige Häuser. Einfamilienhaus, Mehrfamilienhaus, Reihenhaus, Bungalow, Wohnblock. Was ist der Unterschied? Einfamilienhaus, das heißt wahrscheinlich, dass nur eine Familie im Haus wohnt. Eine Familie im Haus wohnt. Ich zeige dir jetzt ein Foto. Wie jetzt ein Familienhaus aussieht. Das ist ein Einfamilienhaus. Meistens mit einem Garten. Einfamilienhaus. Okay? Mehrfamilienhaus, also ein Haus besteht aus mehreren Wohnungen. Wie zum Beispiel das hier. Das ist Mehrfamilienhaus. Mehrfamilienhaus. Okay, und was ist ein Reihenhaus? Reihe? Da ist Reihe. Okay, das heißt, eine Reihe von Häusern. Hier, schaut mal das. Das ist eine Reihe. Das heißt, die Leute haben gemeinsamen Nachbar, gemeinsame Wand, Trennwand. Okay, das ist ein Reihenhaus. Und was ist ein Wohnblock? Das ist ein Wohnblock. Mehrere Häuser zusammen, gibt es viel in Ostdeutschland und in Berlin. Das ist ein Wohnblock. Okay, und was ist ein Bungalow? Bungalow ist das. Das heißt, vielleicht ein Haus besteht nur aus einem Stockwerk, Erdgeschoss mit einem Dach. Das ist ein Bungalow. Okay, jetzt haben wir vier Sachen. Ein Haus, eine Tür, ein Zimmer und eine Treppe. Ein Haus, wir müssen jetzt einfach zuordnen. Mieten, was heißt mieten? Ich miete eine Wohnung. Mein Vermieter ist Deutscher. Er vermietet die Wohnung an mich. Ich miete, er vermietet. Ich bin ein Mieter,
er ist ein Vermieter. Einrichten. Einrichten, das heißt, du hast jetzt eine Wohnung genommen und du möchtest ein Bett kaufen, ein Sofa, Teppiche, Gardinen. Das alles heißt, du möchtest jetzt die Wohnung einrichten. Bauen? Ich baue ein Haus. Oder ich reiße ein Haus ab. Abreißen, to demolish. Okay, ich baue ein Haus oder ich reiße ein Haus ab. Renovieren, to renovate. Okay, reinigen, sauber machen, aufschließen, aufmachen, abschließen, zumachen. Die Tür zumachen und dann bitte abschließen. Die Tür aufmachen, erst aufschließen und dann aufmachen. Das heißt, ihr schaut bitte hier. Das ist abschließen und das ist aufschließen. Abschließen, aufschließen. Die Treppe. Ich gehe die Treppe runter. Ich gehe die Treppe runter oder ich gehe die Treppe hinunter. Ich gehe die Treppe runter. Ich gehe die Treppe hinunter. Ich gehe die Treppe rauf. Ich gehe die Treppe hinauf. Ich gehe die Treppe rauf. Ich gehe die Treppe hinauf. Dankeschön, dass ihr gesehen habt, dass ihr dabei wart. Und wir sehen uns nächstes Mal. Tschüss!